durch gezielte Therapie die Operation vermeiden. Es ist meistens so im Alter von 10 bis 13 Jahren vom Kinderarzt bei den U-Untersuchungen. Es kann aber auch sein, dass Mama das erkennt zu Hause, weil die Schultern unterschiedlich hoch stehen beispielsweise. In unserer Klinik gibt es einmal diese konservative Therapie nach Katharina Schroth, wo eben spezielle Stellen des Körpers aktiviert werden, Muskel aktiviert werden, um der Krümmung entgegenzuwirken, die Wirbelsäule wieder zur Mitte zu korrigieren. Und es gibt aber auch die Korsett-Therapie, wo durch verschiedene Druckpolster die Wirbelsäule zur Mitte geschoben wird und auch Freiräume, wo eben sich die Wirbelsäule hin entfalten kann. Und in den wenigsten Fällen gibt es natürlich auch Skoliosen, die man nicht aufhalten kann. Und dann muss man auch an unserer Stelle Empfehlungen für eine Wirbelsäulenoperation geben. Aber die wollen wir natürlich absolut verhindern. Es gibt bei Skoliose in den meisten Fällen keine vollständige Genesung. Aber es ist uns sehr, sehr wichtig, dass man ein Bewusstsein für die Skoliose entwickelt und dass man lernt, damit zu leben und damit umzugehen. Und in den meisten Fällen gibt es natürlich auch Verbesserungen.